Ja, liebe Daniela Dahn, liebe Mitglieder und Freunde des Ost-West-Forums, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie wie immer sehr herzlich. Ich freue mich, dass es uns trotz Corona und unter Einhaltung aller Vorschriften gelungen ist, unsere Arbeit seit dem 30. Juli dieses Jahres wieder fortsetzen zu können. Und dass wir zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung bewusst keine offizielle Jubelveranstaltung anbieten, sondern eine sehr ernsthafte Kritikerin eingeladen haben. Und das hat gute Gründe. Vorab aber etwas sehr Persönliches. Für meine Familie und für mich war und ist die Wiedervereinigung, Egon Bahr hat es übrigens die Neuvereinigung genannt, also für uns war diese Vereinigung ein großer Glücksfall. Gödelitz war 40 Jahre lang ein Sehnsuchtsort, der immer und immer wieder Teil der Familiensaga war. Dass wir hierher zurückkehren konnten an einem Ort, an dem wir 4 Kinder geboren wurden und in den ersten Jahren aufgewachsen sind, haben wir mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Aber wir haben auch dafür gesorgt, dass hier nicht nur ein privater Besitz wieder aufgebaut wird. Wir haben bewusst vom ersten Tag der Rückkehr an dafür gesorgt, dass Gödelitz für möglichst viele Menschen aus Ost und West ein Ort des Zusammentreffens auf Augenhöhe wird, ein Ort des offenen Dialogs, immer mit dem Ziel, die Werte einer menschenwürdigen Gesellschaft wachzuhalten und zu verteidigen. Dass wir beide, liebe Daniela, trotz unterschiedlicher Sozialisation, du bist im Sozialismus, ich im Kapitalismus aufgewachsen, dennoch in den allermeisten Punkten gemeinsam übereinstimmen, für eine gerechtere, nach innen und außen friedensfähige Gesellschaft streiten, empfinde ich ebenfalls als einen großen Glücksfall. Aber wo wir aufbauen konnten, musstest du erst einmal mit einem großen Verlust leben. Dass die Chance vertan wurde, Sozialismus und Demokratie zusammenzufügen und mit diesem Modell selbstbewusst eine Neuvereinigung auf Augenhöhe zu verhandeln. Wie euch das innerhalb weniger Monate aus der Hand genommen wurde, hast du in deinem Buch Tamtam und Tabu sehr eindrücklich und überzeugend dargelegt. Und was dann später auf die Ostdeutschen an Enttäuschungen und Demütigungen hinzukam, hast du in all deinen 7 Büchern, die seit der Wiedervereinigung erschienen sind, immer wieder dargelegt. In jedem Fall war es eine deutliche Abrechnung. Du warst eine der Ersten, die an den deutsch-deutschen Biografiegesprächen teilgenommen haben. Ich bin heute noch beeindruckt, wie es möglich war, dass ein wertkonservativer hoher Beamter aus dem Bundesinnenministerium, der sich bei mir erkundigte, was du wohl unter dem Wort Finanzstalinismus der Bundesrepublik verstehst, dass ihr beide nach diesem Biografiewochenende Freunde geworden seid. Da sind 2 Menschen aufeinander getroffen, die Überzeugungstäter sind, aber nicht eng denken. Das findet man leider Gottes sehr selten. Dann haben wir über 10 Jahre in den Müggelsee-Gesprächsrunden gemeinsam mit beeindruckenden Persönlichkeiten aus Ost und West über Wege und Irrwege der deutschen und internationalen Politik nachgedacht. Als diese mit meinem Ausscheiden aus der Friedrich-Ebert-Stiftung endeten, gründeten wir den Willy-Brandt-Kreis, der bis heute besteht und deren stellvertretender Vorsitzender du bist. Überhaupt findest du für deine Kritik und gesellschaftlichen Forderungen Anerkennung und Zustimmung in weiten Kreisen der Gesellschaft, vor allem dort, wo nachgedacht wird über das, was ist und was daraus werden kann. Du hast volle Seele bei deinen Vorträgen und auch heute mussten wir Corona-bedingt ganz vielen Menschen absagen. Du hast unter anderem den Fontane-Preis, den Kurt-Tucholsky-Preis, den Luise-Schröder-Preis und den Ludwig-Börner-Preis erhalten. Vor uns liegt eine Welt im Umbruch. Sie ist neoliberal geprägt, tief gespalten, voller Ängste und geistigen und politischen Verwirrungen. Anders kann man es kaum sehen, wenn man bedenkt, welche absurden Persönlichkeiten durch demokratische Wahlen an die Macht gelangen.
Für uns gibt es viel zu tun und es genügt längst nicht mehr, diese gefährlichen Veränderungen zu beklagen. Wir müssen uns vernetzen mit all denen, die unsere Bedenken, unsere Kritik, aber auch unsere Werte und gesellschaftspolitischen Vorstellungen teilen. An diesem Netzwerk arbeiten wir und ich weiß, liebe Daniela, dich dabei an unsere Seite. Nochmals herzlich willkommen. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Axel, für diese Einladung für heute, für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank, dass Sie couragiert, Corona trotzend, diesen Vormittag hier zusammen verbringen wollen in einem Gespräch über die Vereinigung. Man könnte sich ja fragen, ist es nicht wirklich Schnee von gestern, warum das alles immer wieder nochmal thematisieren? Ich glaube, es ist schon wichtig, und sei es für die Geschichtsschreibung, wie das Urteil darüber ausfällt, denn bekanntlich, wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht auch die Zukunft. Und deshalb ist es nicht ganz egal, wie diese Zeit in die offizielle Geschichtsschreibung eingeht. Es geht, wenn wir zurückblicken, eigentlich immer um Zukunftsfragen. Was lernen wir daraus? Wie war es denn wirklich? Und was bedeutet das für das, wie wir künftig zusammen leben wollen? Und deshalb hielt ich diesen Rückblick immer wieder für konstruktiv. Und die Schärfe, mit der ich das auch mache, ist eigentlich eine Antwort auf die Unschärfe dieser Geschichtsschreibung. Sie ist in den letzten Jahren etwas differenzierter geworden, aber so richtig an die Wurzeln geht sie immer noch nicht. Ich nehme als Beispiel immer ganz gern, die Zeit hat so 30 Jahre Mauerfall auf dem Titelbild geschrieben, nach einer Umfrage im Osten. Die staatliche Willkür in der DDR war auch nicht schlimmer als heute. Und im Innern, 3 Seiten Umfrage, auch das Ergebnis, dass 74% der Ostdeutschen sagen, sie fühlen sich heute nicht wohler als in der DDR. Ja, ich sehe Stirnrunzeln und Lächeln alles zusammen. Wie auch immer, es ist Anlass, darüber zu reden und die Erzählung von Unrechtsstaat versus Freiheit und Demokratie doch etwas zu differenzieren. Und darum bemühe ich mich in meinen Büchern. Und ja, wir haben ja auch lange nach dem Termin jetzt gesucht und Corona-bedingt, schön, dass es heute klappt. Also das war das Buch zu 30 Jahre Mauerfall. Inzwischen gibt es ein neues zu 30 Jahre Einheit praktisch. Der Schwerpunkt ist schon dieses Buch, ist ja auch dicker, ein Kompendium von Argumenten, aber ich will trotzdem einen kleinen Abstecher in das machen. Ich hoffe, ich schaffe das in einer knappen Stunde, wenn es recht ist. Lest zunächst den Anfang von Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute. Schöner, ne? Ja. Das hier vor den Augen. Also der Anfang von diesem Buch, alles gut mit dem Ton, mit dem Blick, ja? Damit Sie an dem Ding bleiben da. Ja, ist gut. Ja, damit Sie so die Tonlage hören, ich verwende ja ganz gern auch etwas Ironie, damit es nicht so nur ein trockenes Sachbuch ist, sondern in der Essayistik darf man ja auch persönlich sein und zugespitzt sein und scharf sein. Nur eins darf man auch in Essayistik natürlich gar nicht, nämlich die Dinge nicht wirklich mit Fakten belegen. Behauptungen ohne Fakten oder falsche Fakten, da bin ich eigentlich sehr pingelig und ich hoffe, da kann man sich schon drauf verlassen. Mit der Mauer war jegliche Zurückhaltung der Sieger gefallen. Seither werden Kamele ständig gezwungen, durch Nadelöhre zu gehen, damit sie den Reichen ermöglichen, schon auf Erden ins Himmelreich zu kommen.
Das ist offenbar gedeckt durch die christliche Leitkultur, die Nächstenliebe. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Im Neuen Testament ist dies so oder ähnlich eines der am häufigsten zitierten Gleichnisse Jesu. Es geistert durch die Evangelien, Markus, Lukas und das der Nazaräer. Es ist biblischer Fakt. Theologen haben sich jahrhundertelang verrenkt, dem verqueren Bild eine tiefe Bedeutung abzugewinnen und sind zu den abenteuerlichsten Interpretationen gekommen. Dieses Gleichnis hat ermutigt und eingeschüchtert selbst Kinder. Als kleines Mädchen im Religionsunterricht erfasste meine Mutter blankes Entsetzen. Als Tochter zeitweilig halbwegs wohlhabender Kaufleute malte sie sich ihr Schicksal als Himmelverstoßene aus. Ihre Vorstellungskraft verschwendete sie allerdings nicht darauf, wie man vermeintlichen Reichtum teilen, sondern wie das Kamel doch noch durch das Nadelöhr passen könnte. Kindliche Fantasie ist bildhaft direkt. Selbst wenn man die allergrößte Pelznadel nähme, würden wohl beim Durchzwängen als erstes die langen Ohren dran glauben müssen. Wenn das Kamel die breite Schnauze noch spitzen könnte, spätestens am Hals würde es erwürgt. Doch das Gruselgleichnis hat womöglich mit Jesus gar nichts zu tun. Dieser sprach Aramäisch, die Ursprache des Neuen Testaments ist Griechisch. Erst in den letzten Jahren hat sich die Forschung auf Übersetzungsfehler konzentriert, die wohl zahllos sind. Kamel heißt Gamla, aber Gamta heißt Schiffstau oder Seil. Das hat der Übersetzer offenbar verwechselt. Eher geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. So erst wird das Bild stimmig, gewinnt Jesus seine Sensibilität für Sprache zurück. Und all die schlauen Ausleger des falschen Bildes sind blamiert. Jesus angebliche Vorliebe für das Kamelgleichnis ein Fake? Ein Fakt ist so lange ein Fakt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Denn ob nun Schiffstau oder Kamel, Fakt ist, dass das Evangelium verkünden wollte, dass ein Reicher sich an den Armen versündigt und daher keinen Anspruch auf Vergebung hat. Bald nach der Wende hatte sich die Zahl der Sünder in der Bundesrepublik verdoppelt. Und nicht nur da. Deshalb ist die Geschichte der deutschen Einheit nicht nur eine deutsche Geschichte und sollte auch nicht nur so erzählt werden. Die Mauer ist natürlich nicht einfach gefallen, plötzlich und unerwartet wie ein Soldat im Krieg. Seit dem Tag des Mauerbaus haben verschiedenste Kräfte an ihrem Fall gearbeitet. Es gab brenzlige, gefährliche Versuche. Dass sich schließlich die Keine-Gewalt-Fraktion durchgesetzt hat, war auch Zeichen gewachsener politischer Reife der Beteiligten. Wir haben schon vergessen, welches Glück letztlich alle hatten. Du hast es nicht vergessen. Insofern wird der Begriff des Fallens der Komplexität des Vorgangs natürlich nicht gerecht, aber er hat sich durchgesetzt. Wie so manch andere unangemessene Deutung auch. Fakt ist, dass der sogenannte Mauerfall eine tektonische Erschütterung des ganzen Globuses war. Weil damit nicht nur die Teilung eines Landes aufgehoben wurde, sondern die der Welt in zwei sich mehr oder weniger feindlich gegenüberstehende Systeme. Keine Gewalt stand auf allen Armbinden der Ordner der Großdemo vom 4. November auf dem Alexanderplatz und das hat die friedliche Revolution durchgehalten. Sie war derart friedlich, dass sie im Westen alles beim Alten gelassen hat. Sie hat nur im Osten alle Tore weit aufgerissen. Das Brandenburger Tor und das Betriebstor und das Scheunentor auch. Für den Investor aus dem Westen. Und den Liquidator, den Experimentator und den Triumphator. Den Gladiator und den Plagiator, den Multiplikator und den Kalkulator, den Reformator und den Deklamator, den Senator und den Usurpator,
den Imperator und den Kolonisator, den Polisarator, jetzt wird es schon schwierig, und den Agitator. Weit, weit auf. Für viele Kamele. Die Einheit war eine feindliche Übernahme auf Wunsch der Übernommenen. Für die Sieger war das Schönste an der friedlichen Revolution, dass sie nichts revolutionierte. Das Neue bestand darin, den alten Spielregeln beizutreten, kaufen und sich kaufen lassen. Dieser Mechanismus funktioniert zuverlässig und gibt keinen Anlass zur Klage. Wer Geld in die Hand bekommt, kann sich nach freier Wahl Wünsche erfüllen. Je mehr Geld, je schöner die Erfüllung. Dieses Versprechen ist eingehalten worden. Es hat den meisten Ostdeutschen bis dahin unerreichbaren, wenn auch oft überschaubaren Wohlstand und Bewegungsraum ermöglicht. Man lässt sie allerdings spüren, dass es ein subventionierter Wohlstand ist, kein selbsterarbeiteter. Wie auch, wenn 95% des volkseigenen Wirtschaftsvermögens in westliche Hände übergingen. Damit war über den Grad der Abhängigkeit der Neubundesbürger entschieden. Denn nur Eigentum gewährleistet persönliche Sicherheit und geistige Unabhängigkeit. Das aus dem antiken Rom stammende Fundament westlicher Funktionslogik erwies sich als immer noch stabil. Die Einheit hatte lange gefälligst als Erfolgsgeschichte zu gelten. Nicht nur in den Großmedien, wohl auch bei der Mehrheit der Menschen in Ost und West und Nord und Süd. Doch die angeblich nachholende Modernisierung galt der Kopie eines Systems, das damals längst veraltet war und heute von allen Seiten erodiert. Diejenigen, die sich in der historischen Situation nach Öffnung der Mauer einen fortschrittlichen Schub für das ganze Land erhofften, hatten von Anfang an eine kritischere Sicht. Denn es war abzusehen, wohin das Veruneinheitlichen führen würde. 1% hyperreicher Haushalte verfügen über ein Drittel des volkswirtschaftlichen Gesamtvermögens. Die Quittung für soziale Kälte und politisches Versagen ist die AfD. Die Probleme von heute sind die Rache für die falschen Weichenstellungen des Anschlusses. Immerhin, die Luft konnte sich erholen, um anderswo schlechter zu werden. Gerade erst alarmierte die UNO, dass pro Jahr 7 Millionen Tote durch verdreckte Luft zu beklagen seien. Himmel und Hölle. Hierzulande ist es zweifellos zu begrüßen, wie die Mauerneurosen auf beiden Seiten einer Art staatlichen Normalität Platz gemacht haben. Wie herausgeputzt im Osten die einst vorwiegend grauen Städte und Gemeinden sind, und alle Anteil an den positiven Neuerungen einer globalisierten und digitalisierten Welt haben. Wunderbar, wie junge Leute weltweit studieren, praktizieren, arbeiten, heiraten. Wer nicht zu den Verlierern gehört, dessen individueller Spielraum hat sich zweifellos enorm erweitert. Doch die weit verbreitete Annahme, dass sich daher in der jüngeren Generation die innere Einheit längst vollzogen hat und Vorbehalte nur verbitterte Ältere pflegen, ist weit gefehlt. Das ist kein Buch über die DDR, sondern über die 30 Jahre danach. Es gilt, Bilanz zu ziehen, was nicht nur der Mauerfall, sondern der Wegfall des ganzen Realsozialismus in dem angeblich unbetroffenen Westen eigentlich bewirkt hat. Wie hat sich dieses Land in diesem Europa, auf dieser Welt in den letzten 30 Jahren verändert? Große Frage, zumindest auf Tendenzen und einige Details einzugehen, sollte möglich sein. Dieses Buch hat 3 Teile. Der erste Teil ist nochmal der Versuch einer solchen Bilanz, was im Lande die Einheit an Vor- und Nachteilen
gebracht hat, wobei ich mich dazu bekenne, dass ich hauptsächlich das erwähne, was normalerweise in den großen Medien weniger erwähnt wird. Also man ist durch die Einseitigkeit der Medien auch zu einer gewissen Gegeneinseitigkeit genötigt. Aber das nehme ich in Kauf, weil man will ja nicht mit dem nochmal langweilen, was man schon kennt, nur um das Kriterium Ausgewogenheit zu erfüllen. Also ich versuche dann schon doch, das nachzutragen, was ich meine, was fehlt in der Bilanz. Das ist der erste Teil. Im zweiten Mittelteil des Buches widme ich mich sehr ausführlich nochmal der Frage, warum hat sich der Westen nach rechts bewegt? Wie war das eigentlich mit dem Antifaschismus in der DDR? War er nur verordnet? Und welches Erbe auf diesem Thema haben wir auch angetreten nach der Vereinigung in der Bundesrepublik? Das war mir doch wichtig, diesem Thema nochmal gute 100 Seiten zu widmen. Und im letzten Teil des Buches stelle ich die komischerweise selten gestellte Frage, wie hat sich eigentlich die Welt verändert durch den Zusammenbruch des Realsozialismus? Alles große Themen, das werden wir heute nicht ganz schaffen, aber so ein paar Spots will ich doch anreißen. Zunächst frage ich nochmal, und zwar aus der Sicht der damals Bürgerbewegten, ich war ja Gründungsmitglied des Demokratischen Aufbruchs, was ist eigentlich aus den Zielen, die damals viele ja mitgetragen haben, der nicht so vielen Bürgerbewegten, was war eigentlich das Ziel und was ist daraus geworden? Das Kapitel heißt Erfülltes und Unerfülltes. Was im Osten überdrüssig und übermütig als friedliche Revolution begonnen hatte, wurde im Westen gekontert mit dem Wechsel auf eine Zukunft, die den über die Freiheit des Konsums hinausgehenden Erwartungen oft nicht standhielt. Sieht man sich heute die programmatischen Gründungsdokumente der damaligen Bürgerbewegungen, oppositionellen Gruppen, runden Tische, neuen Parteien und die kirchlichen Stellungnahmen an, so erhebt das Unerfüllte immer noch Anspruch. Den dringlichen Forderungen nach Reise- und Meinungsfreiheit, nach einem Ende von Bevormundung und Privilegien der Funktionäre kann man, soweit das für Habenichtse möglich ist, mit der Einheit den Status erfüllt zubilligen. Das ist keineswegs gering zu schätzen. Es war aber angesichts des Sonderrechts Ost, der fehlenden Chancengleichheit und des Beharrens auf herkömmlichen Demokratieformen im beizutretenden Gebiet nicht eben revolutionär. In den ersten Jahren sprach nicht nur der Initiator der Leipziger Montagsdemo, Pfarrer Christian Führer, davon, dass der eigentliche Teil der Revolution noch ausstehe. Inzwischen sind solche Stimmen angesichts der Realitäten verstummt oder auch verstorben, wie Bärbel Bohley oder Wolfgang Ullmann. Als oberstes Ziel aller Entwürfe wurde immer wieder ein solidarisches Gemeinwesen gewünscht. Das hat zweifellos den Status nicht erfüllt. Die Konkurrenzgesellschaft atomisiert die strampelnden Einzelwesen und schleudert sie mit ihrer Zentrifugalkraft in immer neue, voneinander getrennte Umlaufbahnen. Auch die damaligen Vorstellungen über den Charakter von Freiheit lassen sich heute kaum als erfüllt betrachten. Die von der Schriftstellerin Christa Wolf formulierte Präambel des Verfassungsentwurfs der Vertreter des Runden Tisches und einer Expertengruppe aus namhaften, vorwiegend westdeutschen Juristen drückte die Überzeugung aus, dass die Möglichkeit zu selbstbestimmtem, verantwortlichen Handeln höchste Freiheit ist. Ich will an der Stelle daran erinnern, das waren etwa 1,5 Millionen Menschen, die in der Wendezeit für diese Ziele demonstriert haben. Mehr Selbstbestimmung, mehr Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, 1,5 Millionen. Und was aber ziemlich verdrängt ist, dass nach der Währungsunion, als die Probleme begannen, als die Treuhand ihr Werk aufnahm, dass da 3 Millionen Menschen demonstriert haben im Osten.
Und die wurden gar nicht mehr wahrgenommen. Also die konnten demonstrieren, aber sie hatten überhaupt gar keine Wirkung mehr. In der Möglichkeitsform ist selbstbestimmtes Handeln gegeben. Selbstbestimmung wird allerdings ohne eine angemessene Arbeit und damit verbundene Vergütung schon schwierig. Und die Mittel für verantwortungsvolle Teilhabe am politischen Geschehen werden bekanntlich mehrheitlich als so mangelhaft empfunden, dass von Fassadendemokratie die Rede ist und notwendiger Selbstermächtigung. Von höchster Freiheit wird also kaum jemand reden wollen. Reduziert man die Forderung auf die dennoch wichtige Vergrößerung des bisherigen Spielräume persönlicher Freiheit, so lässt sich mit Genugtuung mehrheitlich bilanzieren, Status erfüllt. Revolutionär wurden die damaligen Forderungen auch dadurch, dass neben Verbesserungen im eigenen Leben auch die Belange des ganzen Landes und der Menschheit, Klammer neues Forum, bedacht wurden. Zwar wünschte man sich ein vielfältigeres Warenangebot, man sah aber auch die ökologischen Kosten und plädierte für eine Abkehr von ungehemmtem Wachstum. Der Sozialismus dürfe nicht verloren gehen, weil die bedrohte Menschheit auf der Suche nach überlebensfähigen Formen menschlichen Zusammenlebens, Alternativen zu westlichen Konsumgesellschaft braucht. Demokratie jetzt. Doch alle systemrelevanten Veränderungen bekamen geradezu automatisch den Status abgelehnt. Der Energieverbrauch sollte spürbar reduziert werden, wie auch die Vergeudung natürlicher Ressourcen. Wer Umweltschäden verursacht, sollte dafür haften, also die Schäden bezahlen und ausgleichen. Wir müssen lernen, unsere Wirtschaft und unsere Bedürfnisse dem Schutz der Umwelt unterzuordnen, Status bedrohlich verschlimmert. Die Marktwirtschaft sollte mit einem strikten Monopolverbot zur Verhinderung undemokratischer Konzentration ökonomischer Macht belegt werden, so damals die Ost-SPD. Die Demokratisierung sollte auch vor der Wirtschaft nicht Halt machen. Sozialismus und Demokratie sollten miteinander versöhnt werden. Demokratischer Aufbruch. Status abgelehnt. Entschädigte Enteignungen zugunsten des Allgemeinwohls sollten möglich sein. Die Privatisierung von Gemeineigentum aber streng reglementiert werden. Der überragenden Bedeutung einer sicheren Wohnung für ein menschenwürdiges Leben war besonderes Gewicht beizumessen. Status in der Diskussion, siehe Mietendeckel. Artikel 32 des Verfassungsentwurfs sah vor, dass Eigentum und die Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die 100 Hektar übersteigen, ist genossenschaftlichen und öffentlichen Einrichtungen und den Kirchen vorbehalten. Über das Privateigentum hinaus ging es um die Pluralisierung der Eigentumsformen, wobei das gesellschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln vorherrschend sein sollte, Böhlener Plattform. Wir wenden uns entschieden dagegen, dass politbürokratische Unterdrückung durch kapitalistische Ausbeutung ersetzt wird, Status abgelehnt. Wertsteigerungen von Boden durch Umwandlung in Bauland stehen den Kommunen zu, Status Ansätze von Diskussionen. Gefordert wurden politische Verhältnisse, die Bürger kontrollieren, durchschauen und verändern können. Direkte Demokratie sollte gefördert, der Einfluss von Betriebs- und Bürgerräten erhöht, Volksentscheide bei Zugang aller zur Öffentlichkeit ermöglicht werden. Die Akten der Geheimdienste sollten auf beiden Seiten geöffnet werden. Status unerfüllt und abgelehnt. Der erreichte Stand der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sollte verteidigt und verbessert werden, ebenso das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft. Gleichberechtigungsstatus in der Diskussion. Es ging um drastische Senkung der Militärausgaben, demokratischer Aufbau, um friedliche Konfliktlösung, um das Konzept der strukturellen Angriffsunfähigkeit und das Wachstum der Konversionsindustrie. Losung: Raketenschlepper zu Straßenkränen. Status bedrohlich verschlimmert.
Immer wieder ging es darum, Bewährtes zu erhalten, Bund der evangelischen Kirchen, und neue Wege zu einer partizipatorischen Gesellschaft zu suchen. Auch die Kirche stehe vor dem Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das Leben erfülle sich nicht im Besitz, sondern in dem, was ich für andere bin. Niemand habe gegenwärtig die Lösung. Status unverändert. Ich wollte immer in einer Demokratie leben, aber nie im Kapitalismus. Mit entsprechend unvereinbaren Hoffnungen bin ich in den Sog der Einheit geraten. Zumal ich mit diesem doppelten Begehr natürlich zu einer Minderheit gehörte. Aber es war eine Minderheit, die durchaus ihre Entsprechung auch in Westdeutschland hatte. Das ist auch weitgehend in Vergessenheit geraten, dass unsere Anstrengungen von damals ganz wichtige Unterstützer auch im Westen hatten, die eine Erklärung abgaben im Dezember 89, dass auch die eigene Gesellschaft stark reformbedürftig ist und wir jetzt zusammen nach neuen Lösungen suchen müssten und das dafür, also für euer Land, für unser Land, hieß diese Erklärung und wurde von 3 Dutzend wichtigen Leuten unterschrieben, darunter Inge Eicher-Scholl, Heinrich Alberts, Annemarie Böll, Karl Bonhoeffer, Helmut Gollwitzer, Margarete Mitscherlich, Ossip K. Flechtheim, Luise Rinser, Dorothee Sölle, ganz vorne auch Robert Jung, der österreichische Zukunftsforscher, der gesagt hat, also lassen Sie sich um Gottes Willen nicht von den Konzepten kapitalistischer Staaten verführen. Was ihr jetzt macht, und er meinte die Demokratiebewegung in der DDR, er schwärmte, das könnte ein Modell für die Welt werden. Also eine gewisse Euphorie, die wir damals erlebt haben, die begann durchaus über die Ländergrenzen hinweg zu wirken. Und ja, wenn manches anders gelaufen wäre, hätte die schon auch Möglichkeiten gehabt. Und das genau war meines Erachtens ein Grund, weshalb diese Prozesse dann von westlicher Seite auch so beschleunigt wurden, damit der Demokratisierungsdruck nicht wirklich im Westen ankommen kann. Ich hatte vor 2 Tagen ein Interview, auch so eine Art Bilanz zur Einheit mit einem BBC-Redakteur. Und auch der stellte mich so vor die Konsequenz. Also er hat gelesen, dass also das materielle Einkommen der meisten Ostdeutschen sich bedeutend erhöht hat und ist das nicht hinlänglicher Beweis, dass die Einheit geglückt ist. Und das ist so eine Sicht, die sich im Westen wirklich erhalten hat. Wenn ihr mehr Geld habt, müsst ihr doch zufrieden sein. Und deshalb habe ich nicht umsonst diese ganzen Ziele jetzt nochmal erwähnt, über eine solidarische Welt, über auch eine mehr Gleichheit im Sozialen bedeutet ja dann auch im Geistigen mehr Bewegungsraum. Regine Hildebrand hat sehr früh schon beklagt, dass auch der Osten eine Zweidrittelgesellschaft geworden ist, in der man sich gewöhnt an Armut und Arbeitslosigkeit und all die Ungleichheitsdinge, an eine größere Differenz von Arm und Reich. Und diese Art, sich daran zu gewöhnen, ist im Osten schwerer gewesen. Im Westen war das irgendwie schon selbstverständlicher. Und ich habe den Eindruck, ganz gewöhnt hat man sich auch im Osten daran noch nicht. Jetzt mache ich bei meiner Bilanz einen kleinen Ausflug in dieses neue Buch, weil da habe ich, Axel hat es ja erwähnt, ich habe inzwischen, glaube ich, 8 Bücher so zu den kritischer Begleitung der Einheit geschrieben und eigentlich hatte ich nicht mehr wirklich Lust. Ich dachte, irgendwann muss dieses Thema auch mal gut sein. Ich hatte ja zwischendurch auch das Buch geschrieben, Wir sind der Staat, warum Volk sei nicht genügt. Das war schon ein Buch, in dem ich mich ganz den Strukturen dieser neuen Gesellschaft gewidmet habe und dem, was Demokratie da blockiert und den Eigentumsformen und so weiter. Ja, und dann dachte ich, gut, also dieser Schnee von gestern muss noch sein und dann ist gut. Und jetzt kam ein Angebot vom Westend Verlag zusammen mit Rainer Mausfeld, der ja auch schon hier war, nochmal nachzudenken. Und ich habe da auch erst gezögert und dann
wurde mir klar, also wenn ich jetzt mit einem Kognitionsforscher zusammen nochmal auf das Thema blicken kann, dann könnte ich vielleicht eine Sache nachholen, um die ich mich immer gedrückt habe. Nämlich um die Frage, wie war das eigentlich möglich, dass von Ende November 89, wo noch 5% aller Ostdeutschen gesagt haben, wir wollen keinen kapitalistischen Weg, wir wollen eine eigenständige, stark reformierte DDR, die im Rahmen der europäischen Einigung vielleicht mit dem Euro dann sich also vereinigt mit anderen Ländern. Zu den Wahlen im Mitte März, wo im Grunde es um 180 Grad gewendet war und das Wahlergebnis das Gegenteil sagte. Was war da eigentlich passiert in den Medien, Meinungsbeeinflussung? Meine Stadtbezirksbibliothek hatte mir Anfang der 90er Jahre so zwei Stapel Tageszeitungen geschenkt aus dieser Zeit und hat gesagt, wir müssen sie eh wegwerfen, vielleicht können Sie sie nochmal gebrauchen, die landeten auf dem Dachboden und mir war klar, diese Wochen müssten nochmal von den Medien her, von den Umfragen her analysiert werden. Und ich wusste schon, das wird nicht vergnügungssteuersüchtig, diese Lektüre. Aber dass es nochmal so hart werden würde, habe ich dann auch nicht mehr in Erinnerung gehabt, wie, mit welchen Desinformationen, wie hart die Meinungsbeeinflussung war. Das habe ich hier nochmal dokumentiert und einen Auszug, mit welchen Methoden da gearbeitet wurde. Am Ende gibt es so auch Faksimiles aus dieser Zeit. Will ich mal ein Stück Spiegel vorlesen von Februar 90. Der beschreibt das Treffen von Modrow und Kohl in Davos, was seitdem immer als das, der, so ein bisschen der Umschlagpunkt war, dass Modrow selber gesagt hat, also wir sind eigentlich ganz am Ende und ihr müsst übernehmen. Ich lese diese Passage mal vor. Modrow beklagte einen dramatischen Verfall der Staatlichkeit. Scharenweise erschienen Polizeieinheiten nicht mehr zum Dienst, ganze Verwaltungen lägen lahm, die nationale Volksarmee zerbrösele. Vor allem aber sei sein Land wirtschaftlich am Ende. Die Produktion sacke ab. Immer mehr müsste importiert werden. Doch dafür sei kein Geld da. Die Kreditwürdigkeit der DDR nehme ab, Zahlungsunfähigkeit drohe. Bei uns ist es aus, erklärte der DDR-Premier dem Bonner Kanzler. In Anführungsstrichen, alles U-Ton. Wir sind am Ende. Unser Geld reicht noch bis Mitte des Jahres. Die Menschen in seinem Lande, berichtete Modrow weiter, säßen auf gepackten Koffern. Wenn nicht schnell etwas geschehe, dann werde es explosionsartig einen Massenexodus geben. Und den wollen auch die Bonner nicht. So stand Kohls Entschluss fest. Ein Kabinettsbeschluss mit dem Namen Deutsche Einheit sollte sofort mit der Vorbereitung einer deutsch-deutschen Währungsunion beginnen, koste es, was es wolle. Das war also der Tenor, ganz scharf auch in der Bild-Zeitung und in anderen Springer-Zeitungen. Und ich habe Hans Modrow jetzt gefragt, warum er das damals so gesagt hat, weil aus vielen anderen Quellen wusste ich, das entspricht nicht der wirtschaftlichen Situation. Und er hat gesagt, er hat kein Wort davon gesagt. Es ist völlig frei erfunden. Es gab keinerlei Autorisierung dieses Interviews. Das war der DDR-Ministerpräsident den Westmedien nicht wert, dass man sowas autorisieren lässt. Und er hat interessanterweise, ich dachte immer, es war ein Vier-Augen-Gespräch unter Modrow und Kohl ohne Zeugen. Und er hat gesagt, nein, es war ein Acht-Augen-Gespräch. Und auf seiner Seite war sein Berater dabei, komme gerade nicht drauf, Karl-Heinz, steht hier drin, Dr. Sohn, so ein Wirtschaftsexperte. Auf Kohls Seite war Horst Teltschik dabei und der Spiegel hat also, er war nicht, der Spiegel war jedenfalls nicht dabei und hat auch nie mit Modrow gesprochen, sondern das muss dann schon von Teltschik gekommen sein. Und der Berater von Modrow hatte einen
Buch geschrieben, die ersten 100 Tage von Modrow. Und in diesem Buch, das ist schon 90 erschienen, also ganz authentisch zeitnah, hat er beschrieben, was da wirklich besprochen wurde. Es gibt also sozusagen ein Zeitzeugendokument. Und da war von all dem nicht die Rede, sondern Modrow hat, nachdem Kohl fragte, also was brauchen Sie, hat er nochmal Luft geholt und sie couragiert nochmal gefragt, naja, Sie haben doch in Dresden gesagt, Sie würden uns unterstützen für die neue schwierige Situation, die jetzt auf uns zukommt, also die 15 Milliarden könnten wir schon gebrauchen. Und darauf sei Kohl gar nicht eingegangen, sondern hat gesagt, das Wichtigste ist die Währungsunion. Das war das alles. Und also von dieser Art Beispielen, was frei erfunden wurde, ist also diese Art Dokumentation dieser Zeitungen voll und das verschlägt einem schon nochmal ein bisschen den Atem rückblickend, wie dieses Bankrottreden und die Auswegslosigkeit vor der Wahl organisiert wurde. Also man hatte offenbar vor der Wahl den Eindruck, wenn wir jetzt nicht die Kräfte des Geldes wählen, bricht hier alles zusammen, keiner kriegt mehr irgendein Gehalt. Die müssen wir jetzt erstmal wählen und dann können wir immer noch sehen, was wir dann damit machen. Also es war eine stark manipulierte Wahl. Ich zitiere dann auch Günter Grass in einer Veranstaltung im Schweriner Theater, der sagt, er kann von freier Wahl nicht mehr reden, es ist völlig vergiftet, die Atmosphäre. Und das ist ja das, was uns immer sozusagen als großer Erfolg vorgehalten wird, die erste freie Wahl. Und auch mit Blick auf manche heute bevorstehende Wahl diskutiere ich dann in dem Buch mit Rainer Maushalt, was sind eigentlich freie Wahlen? So, jetzt kehre ich zu den Auszügen aus dem Schnee von gestern zurück, und zwar jetzt mit einem großen Sprung über die Treuhand und so weiter in das Kapitel des NS-Erbes. Da hatte ich sozusagen, als ich das Buch schrieb, auch eine Art Aha-Erlebnis. Es fand in Berlin eine Veranstaltung statt, in der sehr verdienstvollen Topografie des Terrors, eine Veranstaltungsort. Da wurde ein Buch vorgestellt von dem Historiker und Volljuristen Klaus Bestlein. Der hatte eine Weile auch in der Institution zur Erforschung der SED-Diktatur gearbeitet, also kein Freund der DDR, merkt man auch an der Wortwahl. Aber der hat sich an ein Thema gewagt, das 50 Jahre lang kein Historiker mit der Kohlenzange angefasst hatte, nämlich als Fritz Bauer nach dem Eichmann-Prozess auch einen Globke-Prozess anstrebte, ist er heftig ausgebremst worden von Adenauer und auch bedroht worden, dass er das gefälligst lassen solle. Und er hat dann, was durchaus nicht ungefährlich war und auch nicht ganz belegt ist, aber alle Indizien deuten darauf hin, seine Erkenntnisse mit der DDR-Staatsanwaltschaft zusammenfließen lassen. Das wäre Hochverrat gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Und die DDR Ost-Berlin hat 1963 einen Globke-Prozess gemacht. Die hatten sowieso die meisten Unterlagen in ihren Archiven, aber Fritz Bauer wusste natürlich auch viel. Und dieser Historiker Bestlein hat jetzt zum ersten Mal sich diesen Prozess genauer angesehen. Man hatte, also auch ich habe das gar nicht im Bewusstsein gehabt, und wenn, hatte man immer gedacht, naja, das ist wahrscheinlich doch auch ziemlich agitatorisch gewesen, was da so gelaufen ist in der Zeit. Am Ende dieses Prozesses, der natürlich in Abwesenheit von Globke lief, ist er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und der Historiker Bestlein ist zu dem Schluss gekommen, dass es ein völlig korrektes Urteil war, weil bis dahin wusste man ja nur, Globke hat die Nürnberger Gesetze kommentiert und so, also war so eine Art Schreibtischtäter, naja, gehört sich nicht, aber gut. Und der Bestlein hat sich dieses Urteil der DDR angesehen und hat gesagt, das war auf der Höhe der Zeit und der damaligen juristischen Geschichtsschreibung um Jahrzehnte voraus, denn dort wurde nachgewiesen, dass Globke viel, viel mehr war. Ohne Globke hätte es den Holocaust so gar nicht geben können, denn er hat
Er, also in, es war zwar gesagt, also ja, also das arische Blut muss reingeheilt werden und Juden müssen verfolgt werden, aber niemand wusste, wie man das überhaupt definieren soll. Man kann ja im Blut nichts, keine Unterschiede feststellen. Niemand wusste, wie soll man überhaupt definieren, wer ein Jude ist. Das geht auf Globke zurück. Er, da man also biologisch nichts machen konnte, hat er einen Weg gefunden, der eigentlich den Nazis gar nicht so lieb war, nämlich nur auf die Religion zurückzugehen. Und entscheidend war dann, was steht in den Kirchenbüchern. Und wenn die Großeltern alle jüdisch waren, dann war man eben auch jüdisch. Also das war auch sehr willkürlich, aber er hat eben eine Definition gefunden. Das geht alles auf Globke zurück als Jurist. Er hat Sarah und Israel erfunden, er hat das J im Judenpass erfunden, er hat das Gesetz angeregt, was auch verabschiedet wurde, weil es war eine große Frage, wenn die alle also nach Auschwitz und so deportiert werden, was passiert dann eigentumsrechtlich mit ihnen? Dann werden sich Leute finden, die das Eigentum ansprechen. Er hat das Gesetz entworfen, dass wer das Land verlässt, die Staatsbürgerschaft verliert, also wer nach Auschwitz geht, ist kein Deutscher mehr, hat keinen Anspruch auf sein Eigentum verfällt. Also er hat es auch eigentumsrechtlich vorbereitet und in dem Urteil damals stand, ohne Globke hätte der Holocaust so nicht stattfinden können. Und das war der zweite Mann im Staate. Das erste Gesetz, was in der Bundesrepublik 1950 im Bundestag verabschiedet war, war ein Rehabilitationsgesetz für NS-Verbrecher. Er hat die Gesetzeslage beeinflusst in der Bundesrepublik und weitgehend auch die alle Personalfragen gingen über seinen Schreibtisch. Also wer ein Uniprofessor wurde, der hatte ein liberaler, jüdischer, zurückgekehrter aus der Emigration sehr viel weniger Chancen als ein Professor, der schon in der NS-Zeit war. Und zwei Drittel aller Richter und Staatsanwälte waren schon unter Hitler aktiv. Also das war alles Globke. Und meine These ist, dieses Erbe von Globke auch juristischerweise und personellerweise ist bis heute nicht wirklich überwunden. Das sieht man, wenn aus den Institutionen heute diese ganzen rechten Tendenzen kommen. Und es gibt eben ein Kapitel, das heißt rechte Signale aus dem Inneren des Staates und daraus ein paar kurze. Also da untersuche ich die einzelnen staatlichen Institutionen und ihre rechten Signale nach der Wiedervereinigung, nicht damals, nach der Wiedervereinigung. Ich glaube, Kapitel Polizei kann ich mir jetzt schenken, da haben wir genügend Anschauungsunterricht bekommen. Ich mache es immer mit sehr kurzen Absätzen, Kapitel Geheimdienst. Ausgerechnet von der Institution, die die verfassungsmäßige Ordnung schützen soll, gingen nicht nur rechtslastige Signale aus, sondern unablässig schmetternde rechte Fanfarenstöße. Der Verfassungsschutz machte von Anfang an kein Geheimnis daraus, mit wem er unter einer Decke steckte. Seine obsessive Praxis, gut bezahlten V-Leuten Taten anstiftend in die Szene zu schicken, verhinderte, dass ein Verfahren gegen die NPD auch nur eröffnet werden konnte. Der geheime Verfassungsschänder hat seit Anfang der 90er Jahre geholfen, Nazi-Strukturen aufzubauen, dann die Entfesselung des Rechtsextremismus mitbetrieben und die Aufklärung der NSU-Mordserie blockiert. Für das behütete Abtauchen des Terrortrios von Chemnitz der ausgewählte Ort, war Chemnitz der ausgewählte Ort. Obwohl die drei in den Wohnungen von einschlägig bekannten Figuren der rechtsextremistischen Szene unterkamen, die von Informanten durchsetzt und unter Dauerbeobachtung stand, wurde der Dienst nicht auf die Gesuchten aufmerksam. Die Akten der meisten V-Leute wurden eilig geschreddert, als das NSU-Trio 2011 aufflog. Indizien deuten darauf hin, dass die thüringischen Sicherheitsbehörden die drei Nazis absichtlich nicht festnahmen. Wer Akten schreddert, kann auch seine Unschuld nicht mehr beweisen. Um sich und ihre Bewegung zu finanzieren, sind den drei Laienbankräubern allein in Chemnitz in rascher Folge 7 Banküberfälle gelungen, ohne je eine Spur zu hinterlassen. 7 auf einen Streich, das ist beispiellos in der Kriminalgeschichte. Erbeutetes Geld, um die verfassungsmäßige Ordnung zu verhöhnen, und der Verfassungsschutz hört und sieht nichts.
Auch in der Justiz gibt es Beispiele, die, naja, mehr Urteile, die mehr als irritierend waren. Vielleicht nur ein Beispiel. Derselbe Richter des Landgerichts Dresden, der Pegida-Gründer Bachmann für öffentliche faschistoide Titulierungen von Flüchtlingen zu einer überschaubaren Geldstrafe verurteilt hat, ist gegen einen Demonstranten gegen einen Nazi-Aufmarsch viel rabiater vorgegangen. Weil er angeblich, um eine Polizeisperre zu durchbrechen, in ein Megafon "Kommt nach vorn" gerufen und einen Polizisten als Nazischwein beschimpft hat, ist der 36-jährige zweifache Familienvater Tim H. ohne Vorstrafen zu 1 Jahr und 10 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Die Anklage warf ihm nicht Gewalt, sondern Anheizen zur Gewalt vor. Was andere getan hätten, müsse er sich mit anrechnen lassen. Nun kann man unserer Justiz zugutehalten, dass die Chance, in weiteren Instanzen zu seinem Recht zu kommen, groß ist. Nach 4-jährigem Rechtsstreit konnte nachgewiesen werden, dass das Polizeivideo manipuliert und die behauptete Beschimpfung nicht zu belegen war. Freispruch von allen Vorwürfen. Aber welchen Preis hatten Tim H. und seine Familie gezahlt? Sie haben den langen Nervenkrieg, bei dem Auslagen von 10.000 Euro angelaufen sind, dennoch als Strafe empfunden. Am ersten Tag des dritten Prozesses wurden mehrere Fensterscheiben ihrer Wohnung mit Wurfgeschossen aus brennbarem Teer zertrümmert. Zum Glück sei den Kindern nichts passiert. Ein Umzug wurde der Familie nahegelegt. Der vorsitzende Richter des Landgerichts Dresden bilanzierte das Verfahren ehrlicherweise: Mein Vertrauen in den Rechtsstaat würde das nicht unbedingt festigen. Linke gehen mit zivilgesellschaftlicher Blockade von Rechten ein größeres Risiko ein als Rechte mit dem Untergraben der Zivilgesellschaft. Das ist nicht nur angesichts der offen faschistischen Bedrohung skandalös und verlangt vom Gesetzgeber, endlich konsequent zu sein. Eine immer wieder abgelehnte antifaschistische Klausel gehört ins Grundgesetz. Denn eine Staatszielbestimmung gebe den Parlamentariern eine ganz andere gesetzgeberische Kraft. Ich werfe einen Blick auch unter diesem Aspekt auf Universitäten, etwa die Humboldt-Universität, wo der erste Ehrendoktor nach der Wende, ein gewisser Krelle, der sich in der Waffen-SS verdient gemacht hatte, wurde und der den Slogan hatte: Solange ich hier was zu sagen habe, geht kein Marxist mehr über diese Schwelle. Er hat dort gründlichst aufgeräumt. Zuvor gab es einen anderen Vorschlag für einen Ehrendoktor an der Germanistischen Fakultät. Das war Günter Grass, aber der war ihnen irgendwie zu links. Und Krelle, der hatte vorher schon 6 Ehrendoktor in der Bundesrepublik, aber es musste unbedingt auch noch der erste an der Humboldt-Uni sein. So gab es da manche Parallelen. Ich gucke in Schulbücher, in die Geschichtsaufarbeitung der Bundesbahn und des Auswärtigen Amt, Bundeswehr. Da gibt es eine zentrale Dienstvorschrift über militärische Formen und Feiern der Bundeswehr. Die ist 1991 aktualisiert worden. Und dort heißt es: Feierliche und symbolhafte Handlungen haben auch für den Menschen unserer Tage oft eine hohe Bedeutung. Und dort steht, dass militärische Ehren stehen neben Bundeswehrangehörigen allen ehemaligen Berufssoldaten der deutschen Wehrmacht, der Reichswehr und des Kaiserreiches zu, nicht aber einstigen NVA-Soldaten. Ja. Die haben nämlich ähnlich wie deutsche Kämpfer bei den Partisanen, den Truppen der Alliierten oder der Resistance den Status gedient in fremden Heeren. Und die alle dürfen nicht geehrt werden, also nicht mit symbolischen Handlungen, und auch finanziell hat das Folgen. Und ich fand es doch ein bisschen befremdlich. Und habe einen Brief geschrieben an die zuständige, also ans Streitkräfteamt im März 2004, in dem stand:
Mir ist kein Verdienst um den Unrechtsstaat der Nazis vorstellbar, als der, gegen diese Schreckensherrschaft Widerstand geleistet zu haben. Bitte erklären Sie mir die symbolhafte Bedeutung der mich irritierenden Passagen der Dienstvorschrift. 8 Monate wartete ich auf Antwort von der Bürgerarmee. Dann rief ich in der Dienstvorschriftenstelle an. Man wusste gleich Bescheid. Ihr Brief ist an das Verteidigungsministerium weitergeleitet worden. An welche Dienststelle? Ich habe viel zu tun und kann nicht helfen. Also Sie wollen nicht helfen. Genau. Ihr Verteidigungsministerium muss offenbar alles Mögliche verteidigen, nur nicht sich selbst. Noch 1990 sind ja sämtliche Namen der NVA, also alle Kasernennamen, alles, was damit zusammenhängt, getilgt worden. Also darunter waren Reformer und Befreiungskämpfer wie Clausewitz, Blücher und Lützow, natürlich Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Widerstandskämpfer, Harold Schulze, Beusen und so weiter. Während, das weiß man, es bis heute nicht gelungen ist, da haben sich viele, gerade SPD-Politiker, vergebens bemüht, tatsächlich alle belasteten Namen aus der Nazi-Zeit von Kasernen und Einrichtungen der Bundeswehr zu tilgen, ist bis heute nicht gelungen. Und es gibt so eine Art Spitznamen für die, also einen Ortsnamen für die Rechtslastigkeit in der Armee, der heißt Braunlage. Ganz zum Schluss in diesem Kapitel rechte Signale aus dem Inneren des Staates nach der Wende. Da gucke ich mir staatliche Versorgungsträger an. Also in der Marktwirtschaft zählt ja Geld am meisten, was Moral ist. Also, und die Geldgunst staatlicher Versorgungsträger ist auch befremdlich rechtslastig. Also nach wie vor ist es so, dass, sagen wir mal, ein Arbeitsjahr eines Hochschulprofessors in der Nazi-Zeit bringt 5,3 Entgeltpunkte, was für die Rente 137 Euro ausmacht. Und ein Jahr Professor an einer DDR-Uni bringt 1,8 Eckpunkte, was 40 Euro bringt. Ja, es ist ein bitteres Lachen, ne? Und dazu gibt es viele weitere Beispiele hier, das ist die Art von Rentenstrafrecht, dass eben sofort die SS-Leute in den skandinavischen Staaten nachträglich mit Geldgunst belegt wurden, während die VVN-Ehrenrenten in der DDR gekürzt wurden. Also ich lasse es jetzt mal dabei. Dieses Kapitel hat es auch noch mal in sich. Und ich zitiere hier auch noch mal Günter Grass, der von den Skins mit Schlips und Scheitel in den staatlichen Organen gesprochen hat. Und sage am Ende, meine These, bevor der Rechtsextremismus die Mitte der Gesellschaft erreicht hat, kam er aus der Mitte des Staates. Der Antifaschismus war in der Bundesrepublik nie Staatsräson. Die Hauptverantwortung für das Erstarken des Rechtsextremismus im Osten trägt die politische Klasse im Westen. Ihr antikommunistisches Rollback hat darüber hinaus ganz Deutschland erfasst und im Verbund mit Gleichgesinnten weite Teile Europas. Dieses Anti muss vielmehr durch eine Erinnerungs- und Gedächtniskultur ersetzt werden, die keinen Zweifel daran lässt, dass in Deutschland für Antisemitismus, Rassismus und Kriegshetze kein Platz mehr ist. Es gilt, die Grenzen von Toleranz zu diskutieren, Tabus zu setzen und wenn es sein muss, auch zu verordnen. Die braunen Umtriebe in Armee, Geheimdiensten und Polizei gehören vor Gericht. Denn in den Einrichtungen, die die Bürger bezahlen, um sich sicher fühlen zu können, muss der Verhaltenskodex besonders streng sein. Die Aufgabe von Antifaschismus, Skins mit Schlips und Scheitel daran hindern, die Skins mit rechten Klamotten und Wolfsangel-Tattoos so lange zu ermutigen, bis schließlich die Nazis die Oberhand haben, Wahlen gewinnen und die Macht, wie gehabt, demokratisch an sie abgegeben werden muss.
Aha, ja. Ich komme langsam zum Ende. Es gibt in diesem Kapitel auch noch eine ziemlich ausführliche Auseinandersetzung mit dem Vorwurf, dass man in der DDR über jüdische Geschichte nichts erfahren hat und über den Holocaust. Und auch da greife ich auf zwei Studien zurück, die dankenswerterweise gemacht wurden, von einer Filmwissenschaftlerin des Filmmuseums Potsdam. Die hat in 10-jähriger, nachdem sie Rentnerin war, das waren nicht etwa Studien, die staatlich gefördert wurden, sondern als 10 Jahre als Rentnerin untersucht, wie viele Filme gab es denn eigentlich in der DDR zu diesem Thema. Im weitesten Sinne jüdische Geschichte, Holocaust und so weiter, Dokumentarfilme, Spielfilme, Studienfilme. Und sie ist immerhin, das ist so ein dickes Buch geworden, auf eine Zahl von über 1000 gekommen. Und eine ähnliche Studie hat die Leiterin der jüdischen Bibliothek in Ostberlin gemacht, Renate Kirchner, auch als Rentnerin ganz alleine, ohne Unterstützung. Und sie hatte es ein bisschen einfacher, weil sie ja ihre Eintragungen der Bücher schon hatte aus ihrer Bibliothek. Und ist auch auf über 1000 Bücher gekommen. Und ich erinnere nur daran, dass es ja auch immer heißt, also in Deutschland hat man erst über den amerikanischen Film und die Serie Holocaust überhaupt was davon erfahren. Und niemand weiß, im Westen, selbst im Osten haben es viele vergessen, dass es 7 Jahre vorher im DDR-Fernsehen eine 4-teilige Serie über den Holocaust gab, von Peter Edel, der selbst in Auschwitz war, die Bilder des Zeugen Schattmann. Die Umstände, das war das erste Mal, dass ein deutsches Filmteam in Auschwitz drehen durfte. Also ich glaube, für uns war das nicht so eine große Offenbarung, diese Serie, die ja außerdem auch noch ziemlich kitschig war. Also auch hier Argumente für und wider. Ich verschweige nicht Defizite, die es auch gab, wo man sich ja differenzierte, auch was die, gerade das Verhältnis zu Israel, sehr kompliziertes Thema, kann man hier nachlesen. Aber ich komme, wie gewünscht, zum Ende und erwähne nur noch, dass in diesem dritten Kapitel, wo ich frage, was hat denn die Einheit eigentlich für die ganze Welt bedeutet, also nicht nur die deutsche Einheit, sondern das Zusammenbrechen der Sowjetunion und das Verschwinden des Realsozialismus. Und ich gucke nochmal auf solche Daten wie 11. September, dass das bis heute immer noch unbefriedigend aufgeklärt ist, um es gering und oder vorsichtig zu formulieren. Ich sage was zum CIA-Kampfbegriff Verschwörungstheorie. Ich gucke, was ist eigentlich im Jemen passiert, ein Land, das mir durch zwei Reisen sehr am Herzen liegt und das ist im Moment, glaube ich, die allerschlimmste Leidenszone der Welt. Wir kriegen gar nicht mit, was da los ist. Da gibt es auch ein bisschen Anschauungsmaterial. Und ein ständiges Thema bei mir, das auch hier nochmal ein Kapitel kriegt, ist dieser völlig unnötige Krieg gegen Jugoslawien, über dessen angeblichen Ursachen wir genauso belogen wurden wie über den Krieg im Irak damals. Auch hierzu nochmal Fakten. Und am Ende, ja, komme ich zu dem, was sagt uns das alles für die Zukunft. Ich mache so eine Art offenen Brief, natürlich voller Sympathie für die jungen Leute von Fridays for Future, auf die wir, nachdem ich übrigens auch nochmal auf Flüchtlinge und so eingegangen bin, also die jungen Leute, auf die wir sicher viel Hoffnung legen, aber ich warne sie auch so ein bisschen, dass sie sich den Weg nicht zu leicht vorstellen sollen, weil es gibt, in den 30 Jahren habe ich so viele soziale Bewegungen erlebt, von Occupy bis sonst wohin, Gelbwesten. Der Kapitalismus ist schon auch sehr geübt, diese Bewegungen alle aufzukaufen und ins Nichts laufen zu lassen. Und nach ein paar Begegnungen mit den jungen Leuten habe ich gemerkt, es ist toll, die sind voller Engagement, voller Problembewusstsein. Aber eins unterschätzen sie, so wie wir es unterschätzt haben, wie kann man das durchsetzen? Und deshalb darf ich die letzte Seite noch? Ja. Wir müssen nur wegen der Diskussion, habe ich ja gesagt. Ja, klar, ist alles richtig. Ja, ja.
Ich habe in diesem Buch zu zeigen versucht, dass die Fehler der postsozialistischen Zeit keine Versehen waren, sondern Absicht. Daran zu erinnern ist nicht unwichtig. Inzwischen geht es aber nicht mehr darum, ob dieses oder jenes zu vermeiden gewesen wäre. Das Dilemma ist nicht, dass der Osten noch kein richtiger Westen geworden ist. Das Dilemma ist eher, dass er sich schon zu viel angenähert hat. Heute bin ich mir noch sicherer, dass der eigentliche Fehler darin bestand, dem falschen System beizutreten. Das mag auf den ersten Blick ignorant gegenüber den Zuständen erscheinen, aus denen wir uns einst befreien wollten. Ob Sozialismus je so leistungsfähig sein könnte wie der Mensch- und Natur-burnoutende Kapitalismus, ist fraglich. Ob Produktivität aber der erstrebenswerteste Gesichtspunkt bleibt, scheint inzwischen ebenso fraglich. Es geht ums Maßhalten zwischen Extremen. Konsummaschine oder Klimaschützer, Luxus oder Limit, jedes haben oder jemand sein. Wir hatten eine Gesellschaft, in der, nach meinem Empfinden, im Großen und Ganzen und auch notgedrungen, Besitz weniger wichtig war als Beisammensein. Am Ende war man sogar beisammen, um den Machtapparat demokratischer Kontrolle zu unterwerfen. Einfache Bürger wie ich konnten den in Untersuchungshaft sitzenden Sicherheitschef Erich Mielke vernehmen. Polizeipräsidenten wurden auf Forderung der Basis ebenso abgesetzt wie Generalsekretäre. Mit etwas mehr Zeit hätte womöglich der Beweis erbracht werden können, es wäre einfacher gewesen, mit Hand an der Macht und Volkseigentum im Rücken eine humane Gesellschaft zu schaffen, als mit der festgezurrten Fußangel von Eigennutz, Konkurrenz und Wachstum. Unsere nachträgliche Kritik an der Kapitalmaschine konnte an den Machtverhältnissen nichts ändern. So wird es auch eurer, also der Fridays for Future Kritik, ergehen. Ihr habt schon erfahren, dass es allen Lohnabhängigen per Gesetz verboten ist, an den Fridays mitzustreiken, denn sie haben kein politisches Streikrecht. Eure Eltern müssten extra um Urlaub bitten, um sich in eure Future-Demos einzureichen. Wenn sie sich daran nicht halten, droht ihnen Abmahnung oder Kündigung. Das könnt auch ihr nicht wollen. Wer bezahlt dann das Ticket zu eurem nächsten Kongress? Wer sich an die Spielregeln hält, hat das Privileg, auf Kosten anderer in den Genuss von Wohlstand und relativen Freiheiten zu geraten. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Mein Leben ist angenehm. Aber gutes Leben nur für sich selbst ist kein gutes Leben. Ich sehe wohl ähnlich wie ihr die ganze Welt in ihrem erbärmlichen, bedrohten Zustand. Er erklärt sich aber wesentlich aus der Ewigkeitsgarantie, die der Kapitalismus sich geschaffen hat. Glaubt mir, ihr habt keine Chance. Oder glaubt mir nicht und macht was draus. Ich danke Ihnen.